Servus, ich bin die Monika Gruber, formerly known as Monika Gruber. Als ich noch systemrelevant war, da war ich als, was war ich denn, bin ich ab und zu aus meinem Spaßbergwerk aufgetaucht und habe lustige Sachen gemacht. Jetzt bin ich Hobbybäckerin, wie viele von euch wahrscheinlich auch. Ich tue ja immer Dampfbacken, also ich trinke Prosecco beim Backen und danach habe ich einen Dampf. Denn wenn der Kuchen nichts wert, dann ist man zumindest, behält man sich seine gute Laune. In diesem Sinne, Prost. Vor einiger Zeit haben wir eine Biskuit-Roulade gepostet auf Instagram und ganz viele Leute haben mir geschrieben, ja, was ist denn da drin, wie macht man das? Und zwar habe ich ein Geheimrezept, das ist von meiner Mama und das ist absolut idiotensicher. Und das Tolle ist, weil alle immer sagen, bei der Biskuit-Roulade muss man die Eier trennen, bei dem Rezept von der Mama nicht. Also man hat einfach 6 Eier und das Gute ist, oder das Wichtige daran ist, bitte keine frischen Eier. Also schon Eier, die man vielleicht schon eine Woche daheim hat, wo man sagt, kann vielleicht der Küchenraschel von Schmarrn, aber nicht ganz, ganz frische Eier. Weil ich finde, dass wenn man Biskuit schlägt, dass der steifer wird, steif ist immer gut, wenn die Eier nicht allzu frisch sind. Also, das Roland Rettel macht übrigens seinen Kaiserschmarrn auch ohne Eischnee zu schlagen. Und der funktioniert super, wenn ihr das irgendwann mal anschaut auf YouTube, also das ist super. Dann ein Päckchen Bio-Vanillezucker, einfach nein. Der ist aber braun. Ach Gott. 190 Gramm Zucker habe ich schon abgewogen. Und das ist der Trick jetzt dabei. Ich habe da in dem Kandel heißes Wasser drin. Ne? Und da tue ich jetzt einmal 4 Esslöffel von dem heißen Wasser. Es ist relativ heiß. Also, und da haue ich jetzt 4 Esslöffel rein. Einfach so. Das war es eigentlich schon. Der erste Schritt. Und jetzt, halt bitte die Ohren zu, jetzt beginne ich das alles mit dem Handrührgerät zu rühren. Und zwar auf höchster Stufe. Ganz wichtig übrigens: Mehl. Habe ich da. Mehl, nehmen wir das mal weg, 190 Gramm Mehl, also genauso viel Mehl wie Zucker. So, also das tue ich jetzt einmal. 7, auch immer 7 beim Biskuit. Generell beim Kuchen gehört eigentlich das Mehl immer gesiebt, weil er dann einfach viel lockerer und fluffiger wird. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich nicht zu viel und nicht zu wenig mache. Das geht schon noch. Und eine Messerspitze gebacken, ich war wirklich nur, also ein Messerspitzerl eigentlich, so ein Dutter, also wirklich nur so viel. Seht ihr das so ein bisschen so? Und das langt eigentlich schon, mehr braucht es gar nicht, weil sonst fällt er zusammen. Und dann, ganz wichtig, ich würde das mal unterlegen, ich würde mir so ein nasses Tuch irgendwie oder so einen Schwamm unterlegen, weil dann bewegt sich die Schüssel nicht, dann bleibt immer nur ein kleines Schlücker zum Abfedern, gell, damit man nicht den Mund trocken kriegt. Und dann nehme ich meinen Schneebesen und tue eigentlich nochmal das Ganze einsieben. Und zwar tue ich das da in das Siebel rein. Ups, ein bisschen was daneben, aber das macht nichts. Es ist ja vorher schon gesiebt worden. Und dann tue ich das einfach ein bisschen sieben und dann wirklich vorsichtig unterheben. Also nicht so brutal und manier umeinander rühren, dass der ganze schöne Schaum, den man sich vorher hergestellt hat, wieder zusammenfällt, sondern wirklich so sanft und bedächtig unterrühren. Das hat ja eigentlich fast so was Meditatives. In der Zwischenzeit habe ich ja das Rohr vorgeheizt. Also das ist ja jetzt auf 180, 190, je nachdem. Die Ofen sind ja auch oft verschieden. Und habe ein Backblech mit beschichtetem Backpapier belegt. Heutzutage braucht man das ja gar nicht mehr einfetten. Früher war das immer ein Gewerch. Da hast du dann immer so ewig rumfetten müssen. Aber heute gibt es ja so anti haftendes Backpapier und das ist wirklich eine Schau. Und es funktioniert tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, aber es funktioniert wirklich. So ganz vorsichtig. Es ist ja so viel Feingefühl, aber man sonst im normalen Leben gar nicht zutrauen. Aber beim Biskuit-Roulade muss man das tatsächlich haben, weil sonst fällt es wieder zusammen. Der ganz schöne, steife Schaum. Und das ist wirklich, das gleitet dann so durch, dieser Schneebesen. Das gefällt mir so gut. Das ist wirklich wie so, das macht ein Geräusch. Das hört man jetzt nicht, weil leider der Ofen so laut ist bei mir, aber das macht so, ja, wie Stoff, wie so Brokatseide raschelt das so ein bisschen. Also es ist unheimlich, es ist was Sinnliches. Also Backen finde ich ist sinnlich. Essen auch, aber die Herstellung auch schon so. Jetzt bin ich da zum Schluss raus, bin jetzt immer ein bisschen, nicht zu lang, also ich gebe ein bisschen Gas. Ich hau das alles dann rein, so bloß noch ein bisschen drinnen. Jawohl. Und dann ziehe ich den Rest jetzt noch unter.
schaue, dass ich immer mit Gefühl das mache und nicht so, wirklich nicht, also wirklich nur unterheben und nicht rühren, das ist ganz wichtig, sonst hast du irgendwann nur noch Letten und dann wird das keine Rouladen mehr. Der Ofen ist halt laut und redet mit mir, er möchte irgendwas, der ist verwundert, dass er eingeschalten wird. Er denkt so, was ist los? Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Sie sind normalerweise nicht in diesem Haushalt. Bin ich schon, aber ich habe einen Ofen so selten. Ja, jetzt pandemiebedingt etwas öfter. Und dann habe ich eine Biskuitroulade nach dem Rezept von meiner Mama, sprich meiner Oma schon eigentlich gemacht, weil ich mir gedacht habe, das war immer so. Und das ist auch lustig, wenn das geht ja so schnell. Also ihr habt jetzt gesehen, wie schnell das geht zum Schlangen. Da kann eigentlich meine Mama sagen, der Besuch schon auf der Matten steht. Und du hast nichts daheim zum Kaffee und dann sagst, ach, 6 Eier, Mehl, Zucker haben wir immer daheim. Du kannst sogar notfalls Backpulver vergessen, wenn du keins hast. Es ist nicht so schlimm, wie zu viel Backpulver rein zum Tor. Und dann hast du in 20 Minuten eigentlich eine Roulade. Ich mag es am liebsten mit Sahne und Früchte gefüllt. Aber wenn man natürlich keine Zeit hat, dass die Roulade auskühlt, dann haben wir einfach Marmelade rein. Vielleicht in die Marmelade noch einen Schuss, je nachdem, was für eine Marmelade es ist, einen Schuss Alkohol rein. Um es ein bisschen flüssiger zu kriegen und das streicht man dann in die Roulade ein. Perfekt. Jetzt tritschelt die schon wieder. So, jetzt darf ich nicht mehr zu viel rühren, weil sonst fällt er nämlich zusammen. Aber jetzt ist es eigentlich perfekt, Schatz. Das ist ein schöner, der ist so ein bisschen zäh, klebt ja am Schneebesen und so soll es eigentlich sein. Das allerbeste ist jetzt eigentlich den Schneebesen abschlecken. Das mache ich aber nicht, weil es ein bisschen unappetitlich ist. Wenn ihr jetzt zuschaut, sonst machen wir es natürlich schon. Und dann haue ich das jetzt in meine, auf mein Backblech, wo schon ein Backpapier drauf ist. Und das hole ich mir jetzt schnell. Richtig schnell weg. Inzwischen noch ein kleines Schlückchen für den trockenen Hals. Ich muss aufpassen, dass ich das versehen kann, Wasser durch. Schlimme Sachen. Das sind die Küchenunfälle. Das kann natürlich passieren, gell? So, jetzt will ich den Saustall da mal weg. Ja, ihr seht, so oft mache ich das nicht. Wie rumäre ich das Blech? Das ist eigentlich wurscht. Das ist jetzt quasi das nicht vorgefettete Backpapier. Braucht man nicht mehr. Geht in der heutigen Zeit alles so. Schaut, wie das schön ausschaut. Und jetzt bei 180, 190 Grad so. 10 Minuten ins Rohr, vielleicht ein bisschen länger. So. Jesus Christ. Yes. So, und dann habe ich vorbereitet einen Roster, da ein Geschirrtuch drauf und auf dieses Geschirrtuch sollte man dann ganz so feinen Backzucker streuen, damit die Roulade, wenn man es dann da drauf und dann einrollt, damit die dann, wenn man es dann wieder ausrollt, wenn es ausgekühlt ist, dass die gescheit runtergeht und nicht haften bleibt, nicht, dass die ganze schöne Hülle dann im Geschirr hier drin hängt. Dann mache ich so ein bisschen einfach, dass es ein bisschen verteilt ist, dass überall so ein bisschen fein Zucker drauf ist. Dann geht hinterher die Roulade eben wieder leicht zum Auswickeln. Jetzt haben wir es dann bald, was haben wir denn? Schon 5 Minuten. Das war ein Glas lang. Und weil ich ja keine Zeit habe, heute zum Auskühlen, haue ich einfach in die Rouladen eine Marmelade rein. Und dann schaue ich mir so in den Kühlschrank und hoffe, falls muss ich irgendwas zusammenmixen. Mehr Marmelade und Nutella oder irgendwas. Jetzt mache ich ein buntes Potpourri. Waldfrucht, Himbeer, Erdbeer, von allem den Rest. Schau jetzt zusammen. Und ich haue jetzt einfach alles drei zusammen. Jetzt rühre ich einfach nur die Marmelade mit ein bisschen Schnaps, was ich immer habe. Vielleicht habe ich Kirschlikör oder sowas. Ich rühre einfach ein bisschen rum. Also jetzt schaue ich einfach nochmal, weil jetzt duftet schon ganz schön. Jetzt kann es vielleicht schon sein, dass es fertig ist. Jetzt mal schauen. Ja, ja, ja. Ehrlich gesagt, ja. Ich glaube schon. Ja. Die sollte ja wirklich nicht zu dunkel sein. Das ist jetzt immer der spannende Moment, weil das muss man irgendwie stürzen. Ich bin ganz aufgeregt. Total excited.
Anti-Haftpapier funktioniert überhaupt nicht heute, denn es bleibt total. Ah, du Scheiße. Super. Was ist das für ein Haftpapier? Das bringe ich zurück. Haben die einen Arsch offen? Schau dir mal das an. Eine schöne Rouladen. Na, jetzt geht's, löst sich. Na, ich warne gleich. So, jetzt kommt die Marmelade mit dem Schnapsal da drauf. Jetzt habe ich es falsch rumgedreht. Ich bin so ein Depp. Ich muss so rum dran. Mein Gott, das bin ich für ein Trottel. So rum dran wir es genau. Ja, wo ist denn mein Putzi? Komm her, du Mami. Der sag hier, ja. Und jetzt nicht brechen. Nicht brechen. Sonst wird die Tante Moni böse. Und zwar ganz böse. Jetzt schau her. Oh, eigentlich, ja. Muss ein bisschen einrutschen. Das Baby. Und jetzt müsst ihr jetzt eigentlich noch auf das Papier drauf, weil das besser ist zum Auskühlen. Aber das traue ich mir jetzt nicht drüber hin, da wartet es, bis es ein bisschen kälter ist. Und dann sieht man da die Marmelade, so schaut schön aus von der Seite. Schau mal. Da ist jetzt ein bisschen der Zucker noch drauf, vom Geschirr durch. Und jetzt warte ich, bis es ein bisschen auskühlt ist, aber die Marmelade zieht dann schön fest. Und ja, wenn es ein bisschen auskühlt ist, Puderzucker drüber. Dann kann man es eigentlich schon essen. Jetzt, nach der ganzen Misere, machen wir jetzt noch Puderzucker und dann bestellt man das und dann eigentlich auch schon. Also eigentlich dauert es ein bisschen länger, aber damit ihr nicht so lange warten müsst, hau jetzt da den Puderzucker drauf und dann schaut doch das schon fast aus, als ob das jemand gemacht hätte, davon eine Ahnung hat, gell? Also und nicht ich, aber es ist wurscht, es muss ja nicht alles perfekt sein, schmecken muss. Und jetzt danke ich euch fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht schreibt ihr mir, ob ihr das Rezept nachgemacht habt und wie es geworden ist und vielleicht schaut ihr mal wieder vorbei, wenn ich wieder irgendwas bei Monis Dampfbacken mache. Sehr zum Wohle und toi, 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 das Wichtigste ist beim Kuchen und beim Backen, einfach Spaß haben dabei. Ciao.